Herzlich willkommen zum eGeneral Studies Angebot Medienkompetenz, Studierende Mitmachnetz der Universität Bremen. Heute möchte ich Ihnen kurz einen Überblick geben, was Sie in diesem Seminar erwartet. Mein Name ist Carsten Wolf. Ich leite das Forschungs- und Lehrgebiet Didaktische Gestaltung multimedialer Lernumgebungen am Fachbereich 12 Erziehungs- und Bildungswissenschaft und werde Sie hier mit meinem Team in den nächsten Wochen betreuen. Ich freue mich sehr auf Sie und auf Ihre Beiträge und bin schon ganz gespannt, was wir in den nächsten 14 Wochen gemeinsam erleben werden. Was erwartet Sie? Sie werden in diesem Seminar lernen, das Internet kompetent im Studium einzusetzen, Ihren Lernprozess alleine und in Gruppen besser zu organisieren und insbesondere neue Dienste im Internet, die so unter der Bezeichnung Web 2.0 bekannt geworden sind, diese zu nutzen und damit Ihr Studium erfolgreicher zu machen und auch mehr Spaß dabei zu haben. Es gibt sehr viele Angebote im Netz. Sie sollen hier lernen, diese Dienste hinsichtlich der Tauglichkeit und Relevanz für Ihr Studium zu bewerten. Und wir werden uns mit Lernstrategien beschäftigen. Ihre bisherigen Lernstrategien, schauen, ob es vielleicht neue Lernstrategien gibt, die man mit Web 2.0 besonders gut umsetzen kann. Und wie Sie vielleicht an bestimmten Lernstrategien arbeiten können, die vielleicht noch nicht so optimal sind. Das Seminar bietet Ihnen dazu didaktisch aufbereitete Lernvideos, weiterführende Internetressourcen sowie Tutorials, Aufgaben zur Auseinandersetzung mit den Seminarthemen und die Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden. Und zwar lernen Sie das Gelernte an in einem Lernprojekt, das heißt aus Ihren Interessen und Ihren Wünschen und Anforderungen entwickeln Sie ein Lernprojekt, was für Sie bedeutsam ist und bearbeiten dieses Semester, sodass Sie auch nach dem Seminar etwas Bleibendes für sich erhalten. Sie machen das nicht alleine, Sie werden von uns tutoriell betreut während des ganzen Semesters. Der Seminar wird in 7 Module angeboten und jedes Modul hat 2 Wochen Bearbeitungszeit. Jeweils in der ersten Woche eines Moduls werden wir am Montag die Episoden des jeweiligen Moduls veröffentlichen. Und dazu gibt es eine kleine Reflexionsaufgabe, die Sie bis Ende der ersten Woche beantworten sollen. In der zweiten Woche des Moduls starten wir am Dienstag mit einer Rundschau, wo wir uns Ihre Antworten auf die Reflexionsaufgaben der vorherigen Woche anschauen und dort Kommentare schreiben und gegebenenfalls noch neue Informationen anbieten, wenn wir einfach von Ihnen angeregt worden sind, Dinge nochmal etwas anders darzustellen. Die zentrale Aufgabe in der zweiten Woche wird die Umsetzung des Gelernten in Ihrem eigenen Lernprojekt sein. Dies dokumentieren Sie dann in einem eigenen Blog bis Ende der zweiten Woche. Der Workload der Veranstaltung teilt sich auf in das Durcharbeiten der 7 Module, die Beantwortung der kleinen Reflexionsaufgaben sowie die Diskussion der Beantwortung der Reflexionsaufgaben sowie der Anwendung des Gelernten im selbstgewählten Lernprojekt. Dafür gibt es jeweils ein CP, sodass Sie dann am Ende der Veranstaltung auf 3 CP kommen. Die Leistung wird nicht benotet, sondern es gibt nur ein Bestanden oder nicht bestanden. Was sind die zentralen Instrumente des Seminars? Es gibt einen Seminarblock. Dort finden Sie die Module, wo es dann die Episoden gibt, Aufgaben, der Tutoring-Bereich. Es gibt Ihren persönlich geführten Weblog. Den werden Sie führen auf einem Blogsystem der Universität Bremen. Das werden wir Ihnen noch vorstellen. Und Sie sind in eine Seminargruppe eingebunden auf UBlogs. Das ist unser Blogsystem.
Da gibt es auch zum Beispiel ein Seminarforum, wo Sie schnelle Feedbacks bei grundsätzlichen Fragen bekommen können und sich aber vor allem mit Ihrer Gruppe vernetzen können und Rückmeldungen zu Ihren Inhalten bekommen. StudIP dient lediglich der Teilnehmerverwaltung und wenn wir Ihnen vielleicht allen mal eine E-Mail schicken wollen.